Liebe Android News Leser, willkommen zu einem neuen Video und heute bei mir zu Gast ein HTC High-End Smartphone, ein HTC Flaggschiff und zwar das HTC Evo 3D. Das ist das erste und bisher einzige HTC 3D Smartphone. Zuerst kam es in den USA raus bei Sprint und danach hat es auch den Weg zu uns nach Europa gefunden. Ich packe es einmal aus und schaue mir das Gerät einmal aus der Nähe an und sage euch, was es kann und was es nicht kann. So, das ist das gute Stück, das HTC Evo 3D. Das packe ich einmal weg und schaue mal, was in der Verpackung drin ist. Wir haben hier ein Netzteil, ein Headset und das USB-Kabel. Nichts Besonderes, nur das Nötigste, so kennen wir das von HTC. Aber kommen wir zu dem Smartphone selbst. So sieht es aus. Das ist das Evo 3D. Wir haben hier auf der Vorderseite ein 4,3 Zoll großes Display in der Diagonale. Es löst auf mit QHD 540 Pixel mal 960. Wir haben hier unten die Evo-typischen Sensortasten mit dem Kreis drumherum. Oben haben wir die Ohrmuschel und die Frontkamera mit dem HTC-Logo. Auf der linken Seite haben wir Micro-USB-Anschluss, auf der rechten Seite die Lautstärke-Wippe, die Kamerataste, das hat auch nicht jedes Android-Smartphone und ihr könnt es hier sehen, das ist der Umschalter für die Kamera und zwar von 2D auf 3D. Auf der Rückseite haben wir die beiden 5-Megapixel-Kameras und das sind hier die beiden, die 3D-Kameras und der doppelte LED-Blitz. Und hier befindet sich der Lautsprecher. Die Rückseite, die fühlt sich ganz gut an. Die ist ein bisschen geriffelt. Kein Unibody-Design hier. Wir haben hier eine Kunststoffrückseite. Auf der Vorderseite haben wir aber diesen Rahmen um das Display herum. Der besteht aus Aluminium. Unten haben wir den Öffner und das Mikrofon. Und oben Ein- und Ausschalttaste und 3,5 mm Audioanschluss. Ein kurzer Vergleich mit meinem HTC Sensation. Und zwar ist das Evo 3D etwas größer, etwas dicker und in der Breite sind die beiden Smartphones ungefähr gleich. Ja, so ziemlich gleich. Auf ein paar Millimeter kommt es nicht an, aber ich würde behaupten, die sind gleich breit. Dann mache ich das einmal auf. Hier müsst ihr vorsichtig sein. Und zwar auf dieser Seite. Ich habe immer das Gefühl, als würde die Rückseite gleich kaputt gehen. Aber die ist ziemlich stabil, hält was aus. Und ja, ihr müsst einfach ein bisschen aufpassen. Ansonsten sieht das so von innen aus. Die Kameras haben wir hier. Der Akku befindet sich hier, hier kommt die SIM-Karte rein, hier befinden sich die 8 GB MicroSD HC Speicherkarte, Klasse 4, die tue ich wieder rein. So, Akku kommt raus und die SIM-Karte kommt einfach hier rein. Ja. So, SIM-Karte drin. Und der Akku ist 1730 mAh stark. So, ich mache das Teil mal wieder zu. Und wie ihr sehen könnt, ist das ganz gut verarbeitet. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier leider ein paar Lücken, die mir auffallen. Und zwar könnt ihr das bestimmt hier sehen. Ansonsten kann man das hier sehen, ein bisschen zu groß geraten meiner Meinung nach, aber ansonsten ein Top-Smartphone, gut verarbeitet, liegt sehr gut in der Hand und ich sage euch einmal was zu der Hardware. Wir haben hier einen Qualcomm Snapdragon MSM 8260 Prozessor, Dual-Core-Prozessor, 1,2 GHz pro Kern. Wir haben 1 GB Arbeitsspeicher, 1 GB internen Speicher oder auch ROM genannt.
Wir haben hier die Adreno 220 GPU. Wir haben, wie ihr schon erwähnt, die beiden 5 Megapixel Kameras. Die Frontkamera ist, soweit ich weiß, 1,3 Megapixel. Und Display habe ich euch schon was dazu gesagt. Ansonsten ordentliche Hardware und natürlich auch ordentliche Software. Und die zeige ich euch jetzt. So, ich mache das einmal an und zeige euch einmal die Software. Wir haben hier Android 2.3.4 mit HTC Sense 3.0. Vielleicht wird es auch irgendwann mal ein Update auf Sense 3.5 geben. Ansonsten typisch HTC Sense. Wir haben hier unsere 7 Homescreens im HTC Sense Design. Wir haben hier die HTC Sense Widgets. Wir haben hier dieses neue Karussell, den 3D-Effekt, den ihr hier sehen könnt. Ich zeige euch einmal beim Wetter-Widget, wie das Ganze aussieht. Hier sieht man es am besten. Wenn ich es zur Seite ziehe, sehen wir die ganzen Elemente so quasi seitlich. Hiermit will HTC einen kleinen 3D-Effekt in unsere Oberfläche bringen. Auf dem HTC Evo 3D läuft es sehr flüssig. HTC Leap auch ganz schnell. Ich zeige euch einmal die HTC Widgets, die dabei sind. Insgesamt 81 Stück HTC Watch. Ansonsten immer die ganzen Widgets, die wir schon von anderen Smartphones kennen, wie dem HTC Sensation zum Beispiel. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Besonderes haben. Hier zum Beispiel Fotoraster, das ist ein Widget, das uns alle unsere Fotos anzeigt. Ansonsten nichts Besonderes, nichts Neues. Was hat HTC hier vorinstalliert? Wir haben HTC Watch zum Beispiel. Das ist mit dem HTC Sensation und dem HTC Flyer eingeführt worden. Das HTC Evo 3D ist das dritte Smartphone, das HTC Watch hat. Hier können wir Videos on Demand anschauen, also Filme aus der Datenbank von HTC Watch kaufen oder auch leihen und uns dann auf diesem Smartphone anschauen. Wir haben hier einen MHL-Anschluss, also dieser Micro-USB-Anschluss ist ein MHL-Anschluss, das heißt, wir können mit einem speziellen Adapter hier auch HDMI ausgeben und auf unseren Fernseher streamen, oder wir können natürlich auch per DLNA-Funktion auf einen DLNA-fähigen Fernseher das Ganze streamen. Ansonsten haben wir hier ein paar Spiele, zum Beispiel haben wir hier Spider-Man 3D. Ich möchte es euch jetzt nicht zeigen, weil ihr es im Video sowieso nicht sehen werdet. Also diesen 3D-Effekt werdet ihr nicht merken. Und dieser 3D-Effekt kommt auch nur bei Spielen vor oder zum Beispiel bei YouTube 3D. Ich habe hier eine YouTube-App in 3D. So, zum Beispiel kann ich hier einen Film in 3D anschauen oder jetzt einen Trailer von Avatar. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts, also diesen 3D-Effekt seht ihr nicht, ich sehe ihn schon. Sieht recht ordentlich aus, ob man es braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also der 3D-Effekt kommt nur in Spielen und in Videos vor, die dafür vorbereitet sind. Ansonsten ganz normal HTC Sense, wir können HTC Sense anpassen an unsere Wünsche, die Oberfläche verändern. Weitere Inhalte können wir auch aus HTC Hub runterladen. Hintergründe, wir haben hier zum Beispiel vorinstallierte Live-Hintergrundbilder. Und die Displaysperre können wir verändern. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt diese Displaysperre mit der Uhr. Ich kann zum Beispiel auch Wetter anzeigen lassen. Hier haben wir auch so einen 3D-Effekt aus HTC Sense. Das Wetter kommt uns quasi entgegengeflogen, die Wolken. Sieht ganz schick aus. Eine nette Spielerei. Ich zeige euch noch kurz den Browser. Wir haben hier Android News in voller Ansicht und ich öffne mal einen Artikel,
Wie ihr sehen könnt, die Ladezeiten sind ganz okay. Lädt schnell. Das ist ganz flüssig, das Ganze. Und wenn wir komplett via Pinch to Zoom rauszoomen, kommen wir in die Tab-Ansicht und können dann zum Beispiel ein neues Tab öffnen. Das war unser HTC Evo 3D Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video.